Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Vegan Feeling und heute geht es in die nächste Runde. Es gibt wieder ein Fragen- und Antwort-Video. Es müsste, glaube ich, das dritte schon sein und ihr habt fleißig Fragen gestellt und wir wollen natürlich sie beantworten. Diesmal geht es um die Fragen bei Instagram. Genau, da haben wir einen speziellen Aufruf gemacht, also das sind jetzt ganz spezielle Fragen für dieses Video und ich würde sagen, wir legen direkt los. Von The Nice Cream Lady. Habt ihr Anfang eurer veganen Lebensweise Probleme mit Haut und Gewicht gehabt? Und viel Erfolg beim Dreh. Vielen Dank. Ganz süßer Account auch. The Nice Cream Lady. Ich fange an, bei mir geht's schnell. Ich habe keine Probleme gehabt. Kann man ganz einfach sagen, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall, als ich auf vegan umgestiegen bin, ich war ja vorher lange Vegetarierin und habe es dann immer wieder phasenweise probiert. Und immer wenn ich auf vegan umgestiegen bin, so eine Woche oder so, habe ich es dann immer getestet und dann bin ich wieder rückfällig geworden mit Käse essen, habe ich immer so ein paar Kilo abgenommen. Also ich habe es auch sehr, sehr gespürt. Also ich habe durch, glaube ich, durch diesen Fett- und Käsekonsum halt dann immer viel Kalorien zu mir genommen. Genau, und ich hatte irgendwie in der ersten Woche auf Rohkost und vegan nach der Umstellung, hatte ich Ekzeme an der Haut, aber ich glaube, es lag auch daran, dass ich unheimlich viel Zitrusfrüchte ausgepresst habe und da wie so eine allergische Reaktion hatte. Aber eigentlich sonst muss ich sagen, dass meine Haut wesentlich besser geworden ist. Also ich hatte vorher oft Unreinheiten, das ist jetzt komplett weg. Ich hatte auch mit über 30 noch Unreinheiten. Genau, und auch so straffere, weichere Haut bekommen habe. Also wenn ich komplett roh lebe, ist es eh total krass, also wie sich das verändert. Mir fällt gerade noch ein, ich hatte doch Hautprobleme. Ja, okay. Ja, ich hatte ganz am Anfang, ich hatte über die Jahre hat sich bei mir hier so zwischen dem Auge und der Nase hier oben so drin, wie so eine Kalkablagerungsdrüse oder wie auch immer das heißt, es gebildet. Vielleicht kennt das der eine oder andere, da ist dann halt so weißes Zeug drin und das geht nicht raus. Das wird immer größer, vielleicht bei manchen bleibt das für immer da. Und dann bin ich umgestiegen auf Rohkost und ein halbes Jahr ungefähr hat es gedauert. Auf einmal hat sich das entzündet und es ist aufgegangen und hat komplett alles ausgeschieden. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ne? Ja, aber es war so. Aber ich fand das so unglaublich, weil das von sich aus weggegangen ist sozusagen. Ich habe das bestimmt 4 Jahre vorher schon gehabt. Das ist nie weggegangen. Und als ich dann ein halbes Jahr roh lebte, hat sich der Körper entschieden, das eben auszusondern. Und fand ich sehr, sehr interessant. Und ich muss eigentlich auch sagen, mir fällt ja noch ein, dass ich eigentlich so mein Leben lang, also schon seit der Jugendzeit, so leichte Zellulite hatte und die zum ersten Mal weggegangen ist mit komplett Rohkost. Also das ist echt, fand ich echt krass, dass man, ja, so Oberschenkel, Po, alles mega straff und schön durchblutet. Genau, gehen wir zur nächsten Frage schon über, oder? Nice Cream Lady. Dannylicious Life. Seid ihr beide roh vegan und esst ihr kocht wegen der Rohkostrezepte? Ihr seid toll. Erstmal vielen Dank, Danny. Und genau, essen wir roh oder gekocht? Die meisten wissen das vielleicht schon. Willst du anfangen? Wir essen roh und gekocht. Also wir essen, sagen wir mal, zu 80% Rohkost, 90% manchmal. Manche Tage sind auch dabei. Jetzt zum Beispiel seit ein paar Tagen esse ich nur roh. Ich jetzt in meinem Fall. Ja. Katrin hat aber was Spannendes vor ab dem 1.1. Genau, ich mache so eine ganz große Rohkost-Challenge mit mir selbst. Also ich will ein Jahr lang versuchen, nur Rohkost zu essen. Ich werde es natürlich versuchen, 100% zu machen. Wenn es da Rückfälle oder so gibt, will ich die auch ehrlich mit euch teilen. Ich will praktisch jede Woche ein Update machen, 52 Updates, wie das mein Leben verändert. Weil ich habe das bis jetzt eigentlich erst ein halbes Jahr konsequent wirklich 100% durchgezogen. Und das war einfach massiv, wie sich das alles verändert hat. Man muss dazu sagen, es waren, glaube ich, 5 Monate, wenn ich das sagen darf. Ja. Und zwar ein Monat davon war Thailand. Ja, deswegen war es einfacher. Und der letzte Monat war im Sommer. Ja. Ja, ich glaube, es waren aber schon fast 6 Monate. Ne? Ja. Oder? Nee, ist ja, auch, war, auch ist keine Rolle. Egal. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, was würde passieren, wenn ich das ein Jahr mal mache und mir dann praktisch vorher-nachher Fotos anschaue und praktisch die Updates dann von Anfang Januar bis dann vergleichen mit Ende Dezember. Das fände ich für mich unheimlich spannend und würde es auch gerne mit euch teilen, einfach damit ihr eine Erfahrung habt oder ja, ich als Erfahrung dienen kann, was passiert, wenn man nur Rohkost isst und ist ja auch überlebt man das überhaupt? Ja, eben, ist ja auch spannend, wie, das für mich ist das auch spannend, wie wirst du deine Rohkost gestalten? Denn du hast ja jetzt in diesen Jahren, wo du das immer ausprobiert hast, schon viele Sachen dir jetzt kennengelernt und viel rausprobiert und da bin ich jetzt ganz gespannt, wie du. Genau, und das ist halt auch der Punkt, warum ich denke, dass es damals nicht funktioniert hat, weil ich ja High Carb gegessen habe und ich finde, es macht keinen Sinn, einfach Nährstoffgruppen auszuschließen, also Makronährstoffgruppen, wie zum Beispiel jetzt Fette oder so. Und das haben ja die meisten essen nur 5% Fett, also praktisch aus Früchten oder so. Deshalb damals habe ich dann unheimliches Verlangen nach gekochtem Essen und nach Fetten gehabt, weil mir einfach viel gefehlt hat an Protein wahrscheinlich auch. Und ich aus meiner Sicht denke, dass ich halt eine Rohkosternährung jetzt bevorzugen werde, die viel ausgewogener ist und wo man halt dann auch
in Maßen Fette zu sich nimmt oder auch viel Gekeimtes zu sich nimmt. Also ich würde auch noch Buchweizen dann viel machen, was halt an normale Mahlzeiten auch erinnert, dass man irgendwie nicht immer das Gefühl hat, man isst nur Obst oder eben, ja, dass man trotzdem das Gefühl hat, man hat eine Mahlzeit. Also genau, das will ich halt einfach mehr mit euch teilen, dass es auf jeden Fall möglich ist, irgendwie so eine bisschen konventionellere Rohkosternährung zu praktizieren. Ja, man muss aber auch immer sagen, dass High Carb vielleicht nochmal was anderes ist als 80-10-10. Wir sind jetzt sehr speziell, reden wir gerade. Ja. Aber High Carb, das sind ja wirklich die Leute, die wirklich fast kaum Fett und Protein zu sich nehmen. Nur das, was in den Früchten eben drin ist, was sie so den ganzen Tag essen. Aber diese High Carb oder diese 80-10-10 Diät ist ja darauf ausgelegt, 10% Fett zu essen und 10% Protein. Das ist schon viel, wenn man, sagen wir mal, 2.500 Kalorien am Tag isst oder 3.000. Die meisten missverstehen es und denken, wir sollten gar keine Fettquellen mehr zu sich nehmen, also wie Avocados und Nüsse und sowas. Und ich denke mal, diese ganze strikte High Carb Ernährung ist halt auch für Leistungssportler unheimlich gut und für Leute, die vielleicht nicht permanent 200 Kilometer Fahrrad fahren am Tag, die vielleicht sollten vielleicht nicht diese Kalorien zu sich nehmen. Und ich denke, für Leute, die wirklich arg krank sind, für die wäre es mal gut, eine krasse Richtlinie zu haben, damit sie von dieser Krankheit wegkommen. Ich glaube, das kann wirklich heilen, wenn man da nicht permanent irgendwelche Öle und Fette und in sich rein, tierische vor allem. Das denke ich auch, halt, das für jede Lebenssituation ist ein anderer Weg gut. Und ich weiß halt, für mich ist Rohkost unheimlich heilsam. Und für mich war es ein bisschen ein aufwühlendes, ein bisschen schwieriges Jahr. Und ich glaube einfach, dass ich vieles halt auch seelisch und körperlich heilen kann durch die Rohkost. Und deswegen ist es ja so spannend, weil wir schon so viel beide ja ausprobiert haben, High Carb, ein bisschen mehr Fett, dies, das, immer mehr ausprobiert in der Rohkost, dann bin ich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, wie du das nächstes Jahr bestreiten wirst. Und vielleicht seid ihr ja auch gespannt. Okay, Little Miss What Whatever, das haben wir, glaube ich, jetzt schon mal kommentiert bei uns. Was habt ihr ursprünglich beruflich gemacht, gelernt, studiert? Na, diesmal fängst du an. Fange ich an, aber es ist auch wieder eine längere Geschichte. Ach so. Ja, ich glaube, ich wusste nach dem Abitur lange nicht, was ich machen sollte und habe auch zur Enttäuschung meiner Familie halt viel rumprobiert und viel auch nicht unbedingt zu Ende gebracht. Also ich habe... Hallo. Wollte ursprünglich dann Kunst studieren, habe es aber nicht gemacht, weil es halt als unvernünftig galt damals. Dann habe ich eine Grafikdesign-Ausbildung gemacht, dann habe ich angefangen Anglistik zu studieren und dann kurz vor Ende praktisch abgebrochen, was vielleicht auch ein bisschen so mit Prüfungsangst und so weiter zu tun hatte. Und dann habe ich letztendlich, glaube ich, von 25 bis 28 ein paar Jahre lang wirklich nur Kreatives gemacht. Also ich habe viel gemalt, auch Ausstellungen gemacht, habe viel Musik gemacht, so elektronische Musik. Elektropop eher. Auftritte waren dabei, Bands und so weiter. Auftritte und so und viel darum probiert. Und dann habe ich immer gedacht, so, mir fehlt so ein bisschen das technische Know-how, die Tontechnik. Und dann habe ich eine Tontechnik-Ausbildung gemacht mit IHK-Abschluss. Also habe ich tatsächlich dann auch abgeschlossen. Habe in dem Bereich aber auch nicht lange gearbeitet. Also das war dann Ende 20, 30 war ich dann, genau. Dann bin ich nach Ulm gezogen und habe dadurch, dass ich immer eigentlich in der Gastronomie und auch in vielen Küchen und sowas gearbeitet habe, für ein Catering-Unternehmen gearbeitet. Und dann bin ich ja schon langsam auf die Rohkost gestoßen und dann habe ich mich da mein Leben, also da habe ich dann wirklich gewusst, das ist es und da will ich meinen Weg bestreiten. Genau, dann haben wir ja im Peace Food Restaurant beim Rüdiger Dahlke gearbeitet eine Zeit lang. Dann haben wir eigene Kurse gegeben. Also das ist ja eigentlich praktisch die Frage, also das gehört gar nicht mehr praktisch zur Frage. Nee, eigentlich, was hast du davor gemacht? Ja, genau. Ja. Also du hast studiert und du hast einen Abschluss mit IHK-Auszeichnung. Ja, cool. Ein Diplom in der Hand. Da kann man ja. Nee, aber diese Tontechnik-Ausbildung, wobei ich jetzt eigentlich nicht mehr viel damit an Hut habe. Mhm. Und das Wissen auch vielleicht nochmal ausgraben sollte für unsere Videos. Mhm. Ja, genau. Bin ich dran, oder? Ja. Also ich muss noch so einen ganzen Wertegang machen. Ja, wie du willst. Ich mach das jetzt mal. Nach der Schule habe ich direkt eine Fliesenlegerausbildung gemacht, habe gewusst, mit der werde ich nicht alt. Habe die nicht abgebrochen, weil ich habe die zu Ende gemacht, aber ich habe dann aufgehört damit. Hab dann nochmal ein Jahr der Orientierung gemacht und bin dann auf die Schauspielschule nach München gegangen. Und die fand ich richtig geil, habe ich auch mitgemacht, habe abgeschlossen und habe dann auch fast mit der Schauspielschule, ich glaube insgesamt 10 Jahre in dem Beruf gearbeitet. War in Köln an Kindertheatern und habe viel in so Tourneetheater gespielt, alles für Kinder, viel Pipi Langstrumpf und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, irgendwas stimmt aber nicht, ich verdiene nicht richtig Geld, immer dieses Hin und Her. Und dann habe ich halt da und dies und das und dann habe ich eher so eine Leidenschaft im Kochen entwickelt, also das ist auch schon fast 8 Jahre her. Und habe nebenher immer viel gekocht und habe dann die Rohkost entdeckt, habe viel rohköstliche Sachen gemacht und bin dadurch habe mich relativ gut spezialisiert in Sachen Küche, Kochen, rohköstlichen Dingen zubereiten. Und dann kam das eine aufs andere und so sitze ich jetzt hier.
Was, aber das muss ich noch sagen, Affirmation oder die, das ist ein Stichwort, was, warum ich als Schauspieler vielleicht nicht erfolgreich war, das sehe ich heute so, weil ich immer gedacht habe, naja, ich bin vielleicht das irgendwie nicht wert oder Geld ist vielleicht auch nicht so das Tollste. Ich will ja Kunst machen, ich bin ja ein ganz toller Künstler und so weiter. Ja. Kann man, nee, aber das, da hat das kein Geld angezogen und das ist jetzt, das muss ich quasi jetzt verbessern oder jetzt ändern in mir, damit ich das jetzt eben hinter mir lasse sozusagen, dass es nicht das Gleiche passiert wie als Schauspieler. Denn ich könnte wahrscheinlich als Schauspieler auch damals schon erfolgreich sein können. Ja, ich habe ja das selber realisiert und deswegen arbeiten wir auch mit Nikolais Programm oder mit Affirmationen, weil ich mein Leben lang gedacht habe, ach ja, du bist ja nicht gut genug, du bist zu dumm und du kriegst sowieso nichts auf die Reihe. Aber ist witzig, oder? Da denkt man so einen Scheiß und dann... Ja, aber das zeigt sich halt im Außen, man muss dann halt irgendwie 35 Jahre alt werden, um das zu realisieren und das zu ändern und dann letztendlich dann auch das... Na klar, es ist auch wichtig herauszufinden, was man wirklich machen will und ich glaube, da bin ich sehr dankbar für, dass ich das gefunden habe, dass ich meinen Herzensweg gefunden habe. Aber dass man auch sagt, ich habe es verdient, dort erfolgreich zu sein und das auch gut zu machen und so weiter. Das ist unheimlich wichtig, aber da sind wir ja noch dran. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage über, weil das uns artet ein bisschen aus. Ja. Habt ihr eurer Tochter auch Brei gefüttert und habt ihr direkt mit rohköstlichen Smoothies gestartet? Gestartet haben wir mit Brust. Nein, mit Muttermilch, genau. Ja, ich habe dann mich ziemlich genau am Anfang an das Buch Gesund von Geburt an, das verlinke ich auch nochmal unten, gehalten. Da fängt man mit Karottensaft an. Da habe ich sie dann immer so im Becher so gefüttert und dann habe ich immer so einen, also Preis gemacht, auch Karottenpreis und sowas. Das fand sie nicht besonders gut. Mittlerweile isst sie halt eigentlich das, was wir auch essen, so Smoothies und mag halt im Moment nicht gefüttert werden. Also ich brauche immer irgendwas, was matschig ist, aber was sie auch in die Hand nehmen kann. Also wie so ein Stückchen Banane, ein Stückchen Kaki. Physalis liebt sie. Ganz toll. Da kann sie es nämlich an den Blättern so halten. Ne? Und beißt rein und isst die Dinger. Die sind ja eigentlich ein bisschen säuerlich, ne? Also gut. Genau, und ich achte immer darauf, dass sie trotzdem von dem Brei isst, weil, oder wir machen auch Nussmilch viel, du hast jetzt Paranuss, Mandel, Paranussmilch, doch, Mandelmilch, ja. Genau. Und dass sie halt auch viel Fett und Proteine bekommt, weil es in der Wachstumsphase halt sehr wichtig ist. Und ja. Ich finde es immer noch wichtig, wenn man so von Ernährung, klar geht es immer darum, ich habe jetzt hier so ein Buch von Jesper Jules, ich weiß gar nicht mehr, Jesper Juhl heißt der wahrscheinlich, ja, ne? Ich finde das sehr, sehr gut. Nein, aus Liebe, ich will das Buch nochmal sagen, weil dieser Typ hat erzählt so ein bisschen, wie Kinder funktionieren und wie sie nicht funktionieren und was in unserer Gesellschaft falsch läuft mit der Kindererziehung. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass neben dem Essen, was wir dem Kind geben, auch die Aufmerksamkeit oder das Geben oder das Kind alleine sich lassen in bestimmten Momenten oder es aber auch unterstützen und so weiter. Das ist für mich noch, gehört für mich noch zur Unterstützung der Ernährung quasi. Also wie füttere ich mein Kind mit Liebe und auch mit Aufmerksamkeit oder mit Selbstständigkeit und so weiter. Das ist für mich noch sehr wichtig. Das ist halt irgendwie, was also, wir oft das sagen, dass Ernährung einfach nicht alles ist, aber es ist trotzdem ein wichtiger Bestandteil. Ja. Ich kann dir nur empfehlen, Jesper Juhl, der hat richtig gute Bücher geschrieben, viele schon. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Ich habe dir vor kurzem erst bei Facebook geschrieben, das ist die Honey07, ach vorher bei Eat Run Smile, auch ein ganz süßer Account. Ich hätte dazu noch eine Frage, mein Sohn ist 5 Monate alt und wird noch gestillt. Wie macht ihr das bei eurer Kleinen mit dem B12? Also bis jetzt stille ich auch noch, sie ist jetzt über 10 Monate, deswegen mache ich mir jetzt ja keine Gedanken. Ich selbst supplementiere B12 und sobald ich abstille und ich weiß nicht, wann das sein wird, müssen wir uns, glaube ich, Gedanken darüber machen, wie wir das weiterhin handhaben wollen. Mhm. Es gibt natürlich Präparate, die man vielleicht dann einfach in die Smoothies mit einbaut. Und, aber ich denke, sobald lang ich stille, supplementiere ich ja selbst auch Vitamin D und gebe es ihr deswegen auch nicht. Genau, die Situation wird sich dann nochmal ändern und ich glaube, dann werden wir auch ziemlich alles nochmal mit der Ernährung nochmal ganz genau nehmen, weil so ist es immer, ja, ich stille ja noch und ich stille ja auch mindestens 3-mal am Tag noch, also es ist so ein bisschen, ja, ich kriege das ja noch über die Muttermilch. Aber klar, es ist ein wichtiges Thema und ja. Werden wir uns mit beschäftigen zu gegebener Zeit. Genau, aber bis jetzt geben wir ihr noch nichts. Aber ich denke, es wird sich darauf hinauslaufen, dass sie irgendwann auch supplementiert, so wie das der vernünftigste Weg ist für alle, die irgendwie in dieser Welt hier leben. Ja, also. Auf jeden Fall. Also wir werden auf jeden Fall, sobald ich abgestellt habe, dass sie das direkt kriegt, ja. Dann kommt von More Raw Food, super genialer YouTube-Kanal, guckt da unbedingt vorbei. Ist lustigerweise, hat die Maria, ist genauso alt wie ich und hat auch eine Tochter, die genauso alt ist wie unsere. Und sie schreibt, was gebt ihr Clara so zu essen, würde mich brennend interessieren. Ja, also
morgens, wie gesagt, stille ich sie ja meistens noch. Mittags kriegt sie meist immer einen Smoothie, den ich auch mir selbst zubereite. Bereite ich immer ein bisschen mehr zu. Und ich muss dann, wie gesagt, mittlerweile immer so kleine Häppchen machen, die sie in die Hand nehmen kann. Aber ich versuche dann schon eher den Brei immer zuzufüttern, dass sie einfach, wie gesagt, genug Fett hat. Sie mag das wahnsinnig gerne selber zu essen, aber wir machen nochmal ein extra Video, was sie an einem Tag so isst. Genau, wir wollen so ein What Clara Eats in a Day. Das kommt auf jeden Fall bald, dann seht ihr das auch in Bildern. Das ist vielleicht auch interessanter, als wenn wir das jetzt alles aufzählen. Dann kommt ein weiterer toller YouTube-Kanal, Shania, ich weiß gar nicht, ob man das ausspricht. Ah nee, ich habe was übersehen. Ja. Aber das nächste war Shania Aral Leoni. Ist das richtig? Ja. Ich nehme mich das mal vorweg und dann beantworten wir gleich noch die andere Frage. Schön, ernährt ihr euer Kind auch vegan? Wenn ja, habt ihr keine Angst vor Problemen, Mangelerscheinungen? Ärzten raten ihr davon massiv ab, verunsichert euch das nicht? Ich möchte was dazu sagen, ich denke da immer viel drüber nach und da ich jetzt schon seit fast 9 Jahren, also 9 Jahre sind es jetzt, oder fast 10 Jahre vegan lebe, habe ich ja diese ganze Chance schon durch mit diesem ganzen, aber du musst Angst, hier und da, Ärzte und tralala. Die meisten Menschen wissen gar nichts darüber und erzählen aber irgendwas. Und das muss man irgendwie ausklammern irgendwann. Wenn man genug darüber weiß, weiß man, wo was herkommt. Und deswegen mache ich mir auch keine großen Sorgen. Sorgen muss man sich machen zum Beispiel über Vitamin D, aber jeder hier im Land, weil da ist keine Sonne draußen, wo kriegt ihr das Vitamin D her oder sowas. Und B12, das kann man aber heutzutage relativ günstig und schnell auch supplementieren, also da ist kein Problem da. Ansonsten Vitamine, Mineralien sind in allen Früchten, Gemüsen mit drin. Ja, ich denke auch, solange man sich informiert und wirklich schaut, was sind so die kritischen Nährstoffe, obwohl ich die nicht wirklich kritisch finde, wie Kalzium, Eisen, so, dass man einfach schaut, wo es enthält, dass man einfach viel Blattgemüse auch zu sich nimmt oder dem Kind gibt. Ich denke mal dann, wir haben uns halt unheimlich informiert, das ist seit Jahren unser Hauptthema, also ich denke mal, dass unser Wissen uns da auf jeden Fall hilft, aber ich denke auch, dass jeder einfach eine ausgewogene Ernährung mit, wie gesagt, bei Kindern auch ist auch richtig viel Fett und Proteine, hatte ich ja schon gesagt. Ich bin mir einfach so 100%ig sicher von der veganen Ernährung und auch durch Rohkost. Ich meine, eigentlich ist eine gekochte Ernährung eher eine Mangelernährung. Durch Rohkost kriegt man so viel Vitamine, weil die einfach noch die ganzen Enzyme, Mineralstoffe, Nährstoffe, Spurenelemente, das ist alles noch enthalten in ihrer ursprünglichen Form. Also es gibt eigentlich nichts Besseres, was wir unserem Kind geben können. Und gekochte Nahrung ist es immer, da sind die ganzen Mikronährstoffe sind weg. Diese ganzen Preise, die man kaufen kann, da ist nichts mehr drin. Da sind vielleicht noch Makronährstoffe, die Kinder erhalten ein bisschen Energie, aber keine Vitamine. Und keine, ich habe da letztens von so Florian Sauer da so ein kurzes Video gesehen. Okay. Liebe Grüße an Florian. Der hat da gesagt, hat er mal so drauf geguckt aus so einem Gläschen, da ist wirklich fast nichts drin, hat er gesagt. Und dann hat er Katzenfutter verglichen und da ist mehr drin an Vitaminen und sowas als in Baby-Brei. Dennoch denke ich, dass es wichtig ist, dass man guckt, dass die Kinder wirklich satt werden. Also, weil ich auch schon von gehört habe, von Eltern, die ihre Kinder rohkostlich ernähren, dass die Kinder einfach viel abgenommen haben und nicht richtig, dann vielleicht nicht mal richtig gewachsen sind. Also, es ist schon wichtig. Deswegen achte ich auch wirklich drauf, dass sie einfach viel isst. Aber sie ist so eine gute Esserin, dass ich mir da eigentlich keine Gedanken machen muss. Das ist alles möglich. Und dass sie eben, ja, immer reichhaltig und auch satt ist. Beziehungsweise, wenn man eh noch stillt, ist es, finde ich, auch nicht so ein großes Thema. Und wenn, und deswegen finde ich es ganz gut, dass ich nächstes Jahr auch komplett roh lebe. Das heißt, ich kann sie da so mitnehmen, weil die Kinder essen ja immer so das, was die Eltern essen. Sie wollen auch immer das, was die Eltern essen. Genau. Ja. Ich wollte noch einen Satz zum Schluss. Ich finde, man sollte, wenn man eine fleischlastige Ernährung hat, sollte man sich eher Gedanken machen, ob man eine Mangelernährung hat oder eine einseitige Ernährung oder eine in eine Krankheit führende Ernährung. Ja, deswegen haben wir uns dafür entschieden, einfach unserer Tochter natürliche und rohe Lebensmittel zu geben, die einfach wirklich das Beste vom Besten beinhalten und die Preis und sowas, die kann man ja auch leicht warm machen und durch einen leistungsstarken Mixer, also das ist noch eine wichtige Information, werden dieses Gemüse, was ziemlich hart ist oder schwer verdaulich, wie Karotten und so weiter, wird so aufgespalten, dass es wirklich wie verdaulich, also verdaulich ist wie gekochtes Essen, aber eben noch alles enthält. Ja. Das finde ich eine ganz, ganz schöne Sache und deswegen haben wir jetzt auch, wir haben so ein bisschen eine Mischung aus Baby-Led Weaning und Preis gemacht, aber Preis fand ich halt eben auch wichtig. Also jetzt wird, das war es jetzt aber auch erstmal. Ja, aber ist ja ein wichtiges Thema, muss man ja nicht, kann man ja ruhig mal genau ausholen. Genau. Also. Jetzt noch von Liebesworte. Wie ist es? Liebesworte? Ja, so. Wie ist es, sich nachdem ihr Eltern geworden seid, wieder als Paar zu finden? Ja, das darfst du beantworten. Das darf ich beantworten. Also ich muss gerade sagen, ist ein bisschen schwierig, weil es jetzt sehr persönlich, sehr privat ist. Wir hatten enorme Schwierigkeiten, also deswegen... Jeder, der Eltern werden will, sei gewarnt. Das ist eine unheimliche Schwierigkeit. Ich glaube aber, wir lassen das einfach heute mal damit sagen, dass es einfach schwierig war. Und wir wollen in anderen Videos vielleicht mal offener und ausführlicher darüber sprechen.
Aber ich denke, mein Kind zu kriegen ist immer irgendwie eine Herausforderung für ein Paar. Ja, also, dann würde ich sagen, lassen wir es bei heute. Das sind alle Instagram-Fragen, sind wir durchgegangen und es war relativ ausführlich, denke ich mal. Falls ihr noch weitere Fragen habt, uns macht es voll viel Spaß, also wir machen das, glaube ich, gerne nochmal. Ja. Stellt ihr uns einfach in die Kommentare und gebt uns Like, wenn euch das irgendwie geholfen hat oder ihr es interessant fandet. Genau. Und wenn es euch nicht gefallen hat, macht er 2 Likes. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.